So, dann herzlich willkommen zur nächtlichen Chartshow. Heute hatten wir eine wahre Achterbahnfahrt im DAX. Und den wollen wir auch gleich anschauen, denn hier gab es auch ein Minus-Trade. Gestartet ist der DAX bei knapp unter 10.600 Punkten und konnte ja, innerhalb von einer Stunde, anderthalb Stunden fast auf 10.800 Punkte ansteigen. Diese Linie hatte ich dann eben nach der, beziehungsweise während oder vor der Sendung eben eingezeichnet. Die konnte man eben einzeichnen an den Hochpunkten. Und dann sah man, dass er dann genau dort abgeprallt ist. Also ist diese Trendlinie hier zum ersten Mal bestätigt worden. Davor konnte man ja die Linie noch nicht einzeichnen. Dann sollte es eben Richtung Rainbow-Oberkante gehen und von dort aus nochmal eine Welle nach oben starten. Und hier sah man eben auch, dass diese Unterstützung nicht hielt. Sie hätte hier um 12 Uhr von dort aus eben nach oben, so wie angezeichnet, abprallen sollen und dann das Kursziel erreichen. Leider ist eben hier der DAX unter den Stopp gefallen. Also hier waren dann rund, ja, im schlimmsten Fall 60 Punkte oder wie angegeben, wer knapp bei 10.700 Punkten eben eingestiegen ist, wie es eben auch im Text hieß, da waren das 40 Punkte, sind im Prinzip verzeihbar. Denn anschließend konnte eben nochmal kurz das Level hier angetestet werden. Doch dann fiel der DAX wie ein Stein 200 Punkte in die Tiefe und eben versucht eben hier dieses offene Gap eben noch zu schließen, was wahrscheinlich auch viele Leute hier auf der falschen Seite waren. Deswegen gab es hier einen Short Squeeze und dann waren eben wieder hier wieder viele Leute long und ja, eine wirkliche Achterbahnfahrt halt. Was jetzt eben zu beachten ist, nachbörslich, also nachbörslich, stehen wir schon fast 100 Punkte jetzt höher. Der Future schloss bei 10.555, aber nachbörslich konnte er noch eine Schippe drauflegen und im Hoch stand er schon bei 10.590 Punkten etwa. Der erste größere Widerstand liegt auch hier dann zwischen 10.590 und 10.610 Punkten. Dort wird der DAX höchstwahrscheinlich vorbörslich erst einmal schwanken. Maximal würde ich dem DAX, also bis 9 Uhr, Kurse von 10.620 Punkten geben. Aber wer weiß eben, was der Markt noch so für eine Überraschung bereithält. Denn wieso es zu der nachbörslichen Kursexplosion mehr oder weniger kam, lag natürlich bei den US-Indizes. Hier schlossen sie auf Tageshoch. Das ist jetzt hier der Nasdaq im 15-Minuten-Chart. Hier wurden höhere Tiefs gebildet. Und wenn man jetzt hier noch eine Trendlinie verpassen würde, ja, hätte eben der Index noch Platz, morgen bis ca. 4.570 Punkte anzusteigen. Aber dann könnte es eben auch noch wieder eine bärische Flagge werden und dann nochmal Tiefstkurse unter 4.500 Punkten geben. Also den Börsianern geht es nicht so wie die letzten Jahre vielleicht, dass eben kurz vor Weihnachten automatisch der Buy-Knopf gedrückt wird. Schauen wir nochmal, oder schauen wir die Setups an, die noch laufen. Das eine DAX-Setup ging ja schief. Hier im Deutsche Bank bewegt sich die Aktie um den Einstiegskurs herum. Hier ist auch eben wichtig, dass die Stopp-Marke nicht fällt. Der Euro-US-Dollar konnte heute sich
nachdem er hier vormittags kurz an der 1.09 Marke abgeprallt ist, ging er im Handelsverlauf eben noch deutlich stärker zulegen, als es kurzfristig so aussah, als würde hier nach unten gehen, konnte aber neue Tageshochs erreichen und ging dann bei 1.09 aus dem Markt etwa. Hier war oder beziehungsweise sind halt individuelle Gewinnmitnahmen zu tätigen oder auch den Stopp nachzuziehen. Also mehr kann ich auch jetzt hier im Moment nicht sagen. Zu den anderen ehemaligen Setups oder zu den Big Playern, um den Markt auch besser einzuschätzen. Hier Netflix konnte sehr schön in die Kaufzone eintauchen, ist dann aber an der horizontalen Widerstandsband abgeprallt und liegt aktuell wieder in der Ex-Kaufzone. Da die Aktie aber jetzt heute gegen den Markt doch stärker gefallen ist und kein Rebound hingelegt hat, ist jetzt hier Vorsicht zu walten. Bei der Amazon-Aktie ist alles eigentlich im Lot, konnte da ja hier in die Kaufzone eindringen fast. Und Google bleibt weiter hin, ja, im Setup. Zu der Intel-Aktie noch, die gefällt mir noch gut. Beziehungsweise eben auch gut. Konnte aber jetzt hier über so eine trendbegrenzende Linie nicht drüber steigen. Dennoch bleibt er hier über 33,50 definitiv auf der bullischen Seite. Apple werde ich nachher auch noch kurz zu was im Stream bzw. in meinem Stream erzählen. Hier lief es nur zunächst so wie gewünscht. Ich nehme hier das, hier runter und ab hier, ab etwa, wo ich ja geschrieben habe, C11, die Aktie sollte nicht unter diese Marke von 114,80 fallen etwa. Und dann kam eben hier dann das Verkaufssignal. Liegt deswegen nicht ganz natürlich auf meiner Wunschmarke, hier Stop-Buy-Marke. Aber hier könnte jetzt eben mit diesem Tief auch eine Bewegung zu Ende sein und ein spekulativ Long Investment bis circa, ja, 113 etwa starten. Aber das stelle ich morgen auch nochmal genauer vor. Das war's erstmal. Danke fürs Zuhören und ich melde mich morgen wieder. Danke.